Ein Dienstwagen, ja, 2020 zugelassen, ein Porsche SUV. Hier ist Michael Theisen, grüß dich. Sven, grüß dich. Hallo, unser Ja. Cayenne S 440 PS in der Farbe Palladium Metallic. Das müssen wir mal zeigen, weil man sieht die Farbe immer im Netz oder mal auf dem Foto, aber selten so im Original. Und er sieht wahnsinnig toll aus. Ja, eben als der Geschäftsführer Alexander Lang vorbeiging, er hatte einen Palladium Metallic farbenen Anzug an und sagte ich schon, der ist aber schick. Aber die Farbe, das ist nun wirklich keine mutige Farbe, sondern eine äußerst elegante und schicke Farbe. Also jetzt kein, ich sag mal, irgendwie orange oder irgendwas, sondern die ist sehr edel. Genau, nicht zu extrem, wie du gerade sagst, aufdringlich, also was ganz Besonderes, aber dennoch sehr, sehr klassisch und elegant. Also er ist nicht so dominierend, obwohl er ganz anders da steht. Was natürlich auch, du filmst gerade, die Felge ausmacht. Ist eine sehr, sehr schicke, gerade in Schwarz versehene Felge, die zu dem Auto wirklich top passt. Man sehen die schwarze Matrix-Scheinwerfer, alles ums Fahrzeug wurde schwarz lackiert. Dass es über sehr, 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 sehr stimmig halt ist. Ne? Ja, man sieht das hier. Das ist ein Vorführwagen von euch. Das bedeutet, Kunden können den praktisch Probe fahren, aber auch Mitarbeiter nehmen den mal mit nach Hause, praktisch als Dienstwagen. Ist das so der Einsatz? Genau, das ist ein Dienstwagen von uns, den wir nutzen. Das Fahrzeug wird ausgeliefert. Er hat 3 Monate Haltedauer. Das heißt, wir haben den jetzt im März zugelassen. 3 Monate muss er auf uns laufen. Er hat dann ca. 9000 Kilometer und liegt bei 111, 112.000, wie wir vorne stehen haben. Brutto, genau, inklusive Brutto, Mehrwertsteuer muss man genau. sagen. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Wir sind der Vorbesitzer und der hat knappe 136.000 gekostet. Das ist das Modelljahr 2020, ganz aktuell. Und ja, ganz wichtig ist, ihr müsst ja diese Fahrzeuge auch bereithalten zur Probefahrt. Denn wenn man ein Auto nicht Probe fahren kann, dann kaufen die Leute die auch nicht. Das ist der Grund, warum ihr Fahrzeuge zulasst und dann günstig abgibt. Ganz wichtig, richtig. Also unsere Kunden wollen natürlich auch das Produkt testen vorher, auch wenn es für sich spricht und 100% Sportlichkeit. Aber ich sage immer, nach einer Probefahrt ist jeder infiziert davon. Da hat sich jeder verliebt in so ein Fahrzeug. Wir zeigen jetzt mal den hier. Wie gesagt, wir haben auch drin im Verkaufsraum noch andere Farben stehen. Auch als Coupé ist dieses Fahrzeug ja verfügbar. Er ist jetzt als klassische SUV von der Form her. Wie gesagt, aber es gibt noch als Coupé und aber der hier ist halt wahnsinnig, wahnsinnig schick und deswegen denke ich mal ganz interessant, dass wir es mal über den Weg hier zeigen. Ja, wunderbar. 3 Liter Hubraum, 400 und 440 PS. 440 PS. Wer Interesse hat an diesem Vorführwagen, kann jede Menge sparen. 111.000 Euro, 135.000, glaube ich, Listenpreis kostet Genau, er. genau. Ein wirklich tolles Fahrzeug vom Porsche-Zentrum Saarland. Wo finden wir euch? Jawohl, wir sind im Rotfeld 19. Im Moment ist die Adresse so ein bisschen zweitrangig, weil wir dürfen halt hier den Kunden nicht persönlich begrüßen im Verkauf. Wir müssen es über den Online-Weg machen. Bedeutet also, gerne schreiben via E-Mail oder uns anrufen. Wir sind telefonisch alle erreichbar. Wir haben auf Porsche Saarland im Bereich Team, im Reiter-Team all unsere Verkäufer, also mit mir die 5 weiteren Kollegen und freuen uns auf jede Anfrage. So ist es ja. Deswegen drehen wir jetzt die Videos. Hier kann man jedes einzelne Fahrzeug sehen, alle Details und so weiter. Gibt es dann bei Michael Theisen oder einem anderen Kollegen aus dem ganzen Team stellvertretend jetzt in der Corona-Krise. Wir drehen am 9. April 2020. Vielen Dank, Michael. Danke dir, Sven.